Herzlich willkommen bei der Firma Klinger Möbelfolien und heute führen wir ein paar Tests mit unserer Folie, aber auch mit ein paar anderen Folien. Wir haben hier eine schöne blaue Folie, Blau-Hochglanz, Holzfolie, Weiß mit Glitzer und unsere Holzoptikfolie. Der Unterschied ist es, dass diese Folien, die man im Baumarkt oder im Internet günstig kaufen kann, ist folgender. Erstens, die Folien haben keine Haptik. Die Oberfläche ist 100% glatt. Das sieht man auch hier. Oder zum Beispiel auch hier. Hier haben wir eine Holzfolie mit einer Haptik. Das bedeutet, es fühlt sich wie echtes Holz an. Jede Rille spürt man und fühlt mit dem Finger. Sehr natürlich und es fühlt sich wirklich angenehm an. Der nächste Punkt ist es, dass diese Folien, die man im Internet meistens bestellen oder kaufen kann, haben keine Luftkanäle. Man sieht es auch hier an dem Kleber. Viele wissen das gar nicht, was das überhaupt ist, aber meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, denn eine Folie ohne Luftkanäle lässt sich sehr schwer verarbeiten oder anrakeln. Wenn Sie mal hier eine Luftblase haben, gehen diese Luftblasen nicht weg und man muss bzw. jede Luftblase einzeln durchstechen. Einfach abziehen lassen Sie die Folien auch nicht. Auch diese Folien, die wir hier bestellt haben, haben keine Luftkanäle. So, wenn wir jetzt die Folie von der Firma Klinger Möbelfolien anschauen, erstens, die Folie hat Haptik. Sie hat hier eine Sonderschicht, eine transparente Sonderschicht. Somit kann man die Folie nicht einfach zerkratzen. Diesen Test führen wir auch gleich durch. Wenn ich jetzt das Trägerpapier hier abziehe, ich weiß es nicht, ob man es im Video sehen wird, aber man sieht leichte Mikrokanäle. Vielleicht sieht man das bei einer anderen Folie noch besser. Das ist unsere Unifarbe, schwarz-matt. Und hier sieht man die Luftkanäle viel deutlicher. Schauen Sie mal. Das sind die Luftkanäle, die unsere Folien enthalten. Das bedeutet, die Luft entweicht durch die Luftkanäle nach außen. Somit kann ich die Folie auch blasenfrei verlegen. Okay, es geht weiter. Der nächste Punkt ist es, diese Folien sind sehr dünn. Das bedeutet, ein kleinster Kratzer kann die Folie beschädigen. Das führen wir auch durch. Denn diese Folien haben keine zusätzliche transparente Schicht. Nicht die hier, aber auch nicht die hier. Das führen wir jetzt gleich mal durch. Vor allem zeige ich jetzt, was bedeutet denn überhaupt eine Folie mit Luftkanälen. Wir kleben jetzt die Folie auf. Und jetzt, das mache ich natürlich jetzt mit Absicht, dass ich hier Luftblasen bilde und schließe diese ein, weil denn das passiert auch bei einer Montage der Folie. So, wenn wir hier Luftblasen haben, diese gehen nicht weg, vor allem bei sehr ebenen Oberflächen. Wir haben hier eine sehr raue Oberfläche, deswegen lässt sich die Folie gar nicht so schlecht anrakeln, muss ich ehrlich sagen. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich jetzt die gleiche Folie auf eine glatte Oberfläche aufklebe, das machen wir jetzt hier, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Luftblase habe, wie gesagt, das habe ich mit Absicht gemacht, diese Luftblasen, auch die kleinsten Luftblasen, ich mache jetzt hier eine kleine Luftblase, diese gehen nicht mehr weg. Das bedeutet, ich muss jede kleinste Luftblase durchstechen. Der nächste Punkt ist es, dass die Folien so dünn sind, dass man sie auch leicht zerkratzen kann. Das zeige ich auch gleich. Und wenn ich jetzt mit Nägeln hier rumkratze, sieht die Oberfläche dann so aus. Schauen Sie sich das an. Da die Folien auch sehr dünn sind und haben nur eine Stärke von ca. 60 μ, alle diese Folien, kann man diese sehr schnell beschädigen oder zerkratzen. Im Vergleich zu unseren Folien ist das natürlich ein bisschen anders. Unsere Folie hat eine Stärke von 270 μ. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie ein selbstklebendes Furnier. Das, was Sie auf Ihrer Küche auch haben.
Wenn Sie die Folie mal abziehen möchten, das geht auch. Bisschen schwierig. Wenn Sie solche Folien anrakeln möchten, dann müssen Sie auf jeden Fall gleichmäßig vorgehen. Wir machen jetzt nochmal einen Test. Was passiert, wenn sich die Folie mal zusammenklebt? Denn das kann auch passieren. Die Folie kann runterfallen oder irgendwie, man kann es loslassen und dann passiert Folgendes. Jetzt probiere ich mal die Folie auseinanderzuziehen. So sieht es dann aus. Wir haben hier schon mehrere Löcher, Kratzer in der Folie. Ja, natürlich kosten diese Folien um einiges günstiger, aber das ist das Ergebnis. Okay, fangen wir mit dem nächsten Test an. Das hier ist eine schöne Holzfolie. Optisch sehen diese Folien fast gleich aus. Nur andere Optik, aber auf dem Bild sieht es exakt gleich aus, wenn man im Internet was bestellen möchte. Nur der Unterschied ist es, keine Luftkanäle, Luftkanäle. Kratzfestigkeit, das tue ich auch gleich demonstrieren. Die Folie lässt sich gut anrakeln. Wie gesagt, Luftblasen gehen hier nicht weg, aber jetzt habe ich auch gar keine. Jetzt nehme ich unsere Folie. Ich ziehe das genauso ab und lege die Folie einfach hier drauf. Einfach anrakeln. Wir haben keine Kratzer vom Rakel und natürlich auch keine Luftblasen. So, jetzt nehme ich mal einen Cutter und kratze an der Folie. Das habe ich mit dieser Klinge gemacht. Das hier ist genauso. Genau das gleiche mache ich jetzt hier. Das mache ich jetzt auch mit einem Schraubenzieher. So, das ist das Ergebnis. Und jetzt unsere Folie. Diese Folien kriegen Sie natürlich im Internet sehr günstig. So sieht unsere Folie aus. Keine Kratzer, nichts. Beim Schneiden lassen sich die Folien auch gut zuschneiden. Wenn ich die Folie jetzt anritze, probiere ich die mal hier abzuziehen. Funktioniert einwandfrei. Ich kriege jetzt kurz die Klinge ab. Lässt sich auch sehr gut abschneiden, obwohl die Folie ca. 6-7 mal dicker ist. Lässt sie sich perfekt einschneiden. So, okay. Sie haben es jetzt gesehen. Jetzt testen wir mal, probieren wir die Folie mal abzuziehen. Es funktioniert. Jetzt ziehen wir mal die Folie von uns ab. Lässt sich schwieriger abziehen. Das ist aber auch sehr gut, denn die Folie muss gut haften
auf verschiedenen Oberflächen. Man sieht auch hier, es lässt sich schwieriger abziehen. So, was passiert mit der Folie, wenn wir diese Folie auch zusammenknicken? Einige Knicke, aber da die Folie sehr hochwertig ist, flexibel und robust, können wir Folgendes machen. Wir können die Folie erwärmen und alle Knicke gehen 100% weg. Das zeige ich auch gleich. Die Folie ist wieder wie neu. Man kann die Folie wieder anrackeln. Ein bisschen erwärmen. Abkühlen lassen. Und anrackeln. Welche Folien Sie in Zukunft für Ihre Möbel verwenden, liegt natürlich bei Ihnen. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zu zeigen, welche Folien es so auf dem Markt gibt, wie unterscheiden sich die Folien und dann können Sie die Entscheidung selber treffen. Wie eine folierte Schublade mit unseren Folien aussieht. Wir haben hier eine schöne Steinoptikfolie. Die Küchenfronten wurden jetzt eingepackt. Wie man die Ecken und Kanten macht, da haben wir ein paar Videos für euch zur Verfügung gestellt. So könnt ihr anschauen, wie man so etwas beklebt. Natürlich sollte man die Türgriffe erstmal wegmachen, die Oberfläche entfetten und dann kann so eine Schublade oder Küchenfront schon eingepackt werden. Hier auf der anderen Rückseite sehen wir, das ist das Originalmaterial und das wurde jetzt mit der Folie praktisch überklebt. Schauen Sie mal vorher und nachher an. Man kann mit der Folie um die Ecken gehen oder man kann die Folie auch direkt an der Kante abschneiden. Das ist etwas einfacher. Dann haben wir hier eine weitere Schublade. Diese Schublade wurde in Holzoptik eingepackt. Man fühlt schön die Struktur, das fühlt sich sehr natürlich an und dafür müssen keine Bäume gefällt werden. Vorher und nachher. Sie haben jetzt mit diesen Folien die Möglichkeit, alles zu Hause zu überkleben, ob das ein Fensterbrett ist, eine Fliese, Küche, Einbauschrank, Bett, Wand oder eine Kommode. Alles ist möglich. Die Folien sind selbstklebend, haben Luftkanäle und damit kann man praktisch zu Hause verschönern und erneuern.